Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement-Guide-Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Erkunden und dann unter die Dracheninseln. Und da haben wir das Ding unter ganz vielen anderen Erfolgen drin. Und eins davon, was wir jetzt machen wollen, heißt Fragmente der Geschichte. Was müssen wir dafür machen? Sammelt für Emily Bernstein die folgenden losen Teile der Statue auf den Dracheninseln. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir können jetzt aber nicht sofort lostigern und die Teile holen, sondern wir müssen erstmal mit der werten Emily reden. Und ich habe die da hinten schon einmal markiert. Ihr seht das. Da ist die Emily. Und wo befinden wir uns? Wir sind einmal jetzt im ersten Gebiet, und zwar die Küste des Erwachens und dort hier in der Botschaft von Schwingenrast, und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 76, 33, und jetzt müssen wir einmal zu der Emily, die steht da oben auf der Statue drauf, und da haben wir dann zwei Optionen. Wir haben einmal eine Option, hier was kaufen zu können, das ist irgend so ein Crap-Item, brauchen wir nicht, irgend so ein Messungsding. Was wir aber brauchen, ist einmal hier der Dialog. Und sobald wir einmal den Dialog gedrückt haben, müssten wir jetzt die Items aufsammeln können. Heißt, ihr müsst auf jeden Fall vorher den Dialog aktivieren bei ihr, bevor ihr lostigert und die Items holt. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal, ziehen los, holen uns alle von diesen Items. Und sobald wir die haben, müssten wir dann das Achievement kriegen. Ich habe mir das jetzt hier auf der Karte schon markiert. Das erste ist relativ nah dran. Und es müsste jetzt einmal hier unten sein. Und zwar hier müsste das liegen. Und ihr seht hier an der Statue dran. Abgebrochene Leiste schimpft sich das. Die klicken wir an. Und dann haben wir hier schon mal das erste Ding. Und das war jetzt hier auf den Koordinaten 81, 29. Und dieses Teil gibt auch eine Quest, und diese Quest können wir anscheinend jetzt bei ihr wieder abgeben. Heißt, wir fliegen da zurück. Einmal mit ein bisschen Speed. Jetzt schauen wir mal, das dürfte jetzt hier noch nicht gezählt haben. Nein, das hat noch nicht gezählt. Und wahrscheinlich erst, wenn wir es abgegeben haben. Tada, haben wir das erste einmal abgehakt. Und das müssen wir jetzt halt für die anderen Dinge wiederholen. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten sehen wir uns gleich wieder. So, dala, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar bin ich jetzt einmal hier auf den Koordinaten 60, 57 und hier an der Seite bei so einer Statue dran. Ihr seht, da ist so ein kleines Podest und dann haben wir hier eine Statue. Da haben wir hier hinten ein ausgelöstes Drachenauge. Passt ein bisschen auf, hier hinten solltet ihr nicht reinkommen. Wenn ihr nämlich da hinten reinkommt, verbuggt ihr und braucht ewig, bis ihr wieder ins Spiel kommt. Das ist mir nämlich gerade passiert, also da ein bisschen aufpassen bei der Statue. Da kann man relativ leicht mal verbuggen. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar, der ist ein bisschen tricky. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 58, 68 auf dieser Plattform. Und hier bei dem linken Drachen, bei seiner Schwanzkrümmung, ist das Teil drin. Ich bin da jetzt ewig um das Podest rumgelaufen, habe es nicht gefunden, aber hier haben wir es. Und zwar Schwarzfragment schimpft sich das. Und ja, dann haben wir das auch. Ich zeige es nochmal. Hier ist die Plattform und bei dem linken Drachen ist es quasi dran. Dann befinden wir uns auf dem nächsten Punkt, und zwar hier ganz am Ende des Gebietes auf den Koordinaten 47, 88. Hier sind wir auch wieder bei einer Statue dran, aber hier ist es relativ leicht, einfach unter der Statue anklicken. Da haben wir das Item, fein geschnitzte Flügel schimpft sich das. Und hier zeige ich es nochmal, also da unten direkt an der Statue dran. Ich bin jetzt ins nächste Gebiet rüber, und zwar sind wir jetzt einmal hier in Taldrassos, und dort sind wir einmal hier auf den Koordinaten 38, 44, relativ am Rand zum anderen Gebiet, wo wir eben waren, rüber, und dort haben wir hier diese Drachenstatue, und da unten die Kralle, da können wir uns das Ding nämlich einmal holen, einmal die Kralle aufgemacht, und dann haben wir die goldene Klaue, und ich zeige es nochmal hier auf der Map, also da sind wir in etwa. So, ich bin weiter geswitcht auf den nächsten Spot. Wir sind jetzt einmal hier auf die Koordinaten 57, 64. Und hier ist so eine Titanenstatue. Ihr seht das. Und ich habe es jetzt ein Weilchen gesucht. Das ist hier unterm Fuß. Man sieht es halt echt schlecht. Und warte mal, muss ich nah genug ran, dass wir es einmal aufmachen können. Dann haben wir hier ein kostbares Steinfragment. Also nochmal hier auf der Map. Hier quasi am Türhold dran. Und dort bei der Statue unterm Fuß ist es drin. Gut, ich bin jetzt nochmal die Zone geswitcht, und zwar rüber zur dritten Zone, zum Azurblauen Gebirge. Und hier sind wir jetzt unten bei diesem Kobaltkonvent auf den Koordinaten 47, 24.
Und dort bei diesen Treppen, seht ihr, da sind wir jetzt einmal hoch, ist diese Drachenstatue in der Mitte. Und hier unter den Krallen haben wir das nächste Item. Und das können wir einmal rauslooten. Was haben wir? Gewickeltes Goldband, schimpft sich das? Gut, ich zeig's nochmal. Also hier Kobaltkonvent, bei den Treppen hoch, in der Mitte ist die Statue. Dann bin ich noch ein bisschen weiter geflogen und zwar sind wir jetzt hier unten am Lager Antonidas auf den Koordinaten 47, 38 und dort müssen wir ein bisschen schwimmen. Und zwar haben wir da unten, warte mal, ich kann es euch von oben mal zeigen, also da ist das Lager, hier ist so eine Eisscholle und unter der Eisscholle haben wir eine kaltgewaschene Drachenklaue, dass ich es noch rausbringe und da haben wir dann die nächste Quest. Einmal noch vielleicht auf die Map nochmal zurück, also hier, Flugpunkt ist da, da ist das Ding. Dann bin ich am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 68, 47 und dort quasi auf dem Fluss ist so ein, oder ja, zugefrorener Fluss, ist hier so eine Statue, so eine Drachenstatue und hier liegt das Ding daneben dran, das können wir einmal aufsammeln, steinerner Drachenzahn schimpft sich das, ich zeige es auch nochmal auf der Map, also quasi hier in dem Flusslauf in der Mitte bei der Drachenstatue. Dann haben wir jetzt den letzten Spot erreicht und zwar sind wir jetzt ein Stück weiter runter den Fluss auf den Koordinaten 65, 60 und dort haben wir hier das Lager im Nirgendwo, ein bisschen drüber ist hier so ein feindliches Lager und dort haben wir ein paar Gegner und diese Drachenstatue, bevor diese Treppe hier kommt, also ihr seht, da kommen wir hoch, hier haben wir die Drachenstatue und hier hinten dran haben wir dann das letzte Item, das wir uns holen müssen und was haben wir da? Bruchstück einer Skulptur. Und damit müssten wir eigentlich alle Quests haben. Heißt, jetzt können wir zurück zum NPC und die mal alle abgeben. So, nach einem längeren Flug sind wir jetzt zurück im Lager unten. Und zwar wieder auf den Koordinaten, halt Stopp, 75, 33, Botschaftshafen von Schwarz irgendwas, Dingsterbumster. Hier in der Küste des Erwachens. Und dort können wir jetzt alle Quests abgeben. Und wenn wir die alle abgegeben haben, ich habe da ein schönes Add-on, das macht das halt automatisch. Es gibt übrigens keinen Ruf, das wird sich nämlich im Stream gerade schon gefragt, also ihr braucht da nicht den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff holen, Ruf gibt es keinen, aber einen Haufen Quests und damit auch das Achievement, nachdem wir alle abgegeben haben und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement-Guide, habt mich gefreut, dass ihr dabei wart, wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne positiv bewerten, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.